Hallo und herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3. Heute mit der Episode, mit der Episode 4 im zweiten Kapitel. Abenteuer auf der Insel Gottes. Zack, letzten Part haben wir Schnubiduff gespielt, Nico Robin. Und jetzt wollten wir eigentlich Zorro spielen, aber wie man sieht, haben wir kein Zorro. Das heißt, wir spielen Sanji, weil ich den immer noch am coolsten finde. Oder nee, wir spielen Ruffy. Wir spielen Ruffy, weil Ruffy der Main-Charakter ist. Und schlecht ist er ja definitiv nicht. Und vielleicht nur zu doof, um ihn zu spielen. Oh yeah. Haben wir dann was Neues. Sehr schön. Das heißt, jetzt fehlt hier noch Enel. Okay. Hier, Lucci, Viper, Kirby, aber schon der Ältere. Santa Marum. Ivankov, der ist immer so crazy. Bruno Mars. Und Frankie, genau so hieß er doch, der noch in Zukunft. Und Mr. Two, also der gehört nicht zu uns, aber der wird zu uns gehören. Das weiß ich schon. Los, Ruff Monkey D. Ruffy. Ich wollte euch gerade wieder mit der Hand zeigen. Ach, das Symbol kenne ich, den kenne ich, aber irgendwie, naja, wisst ihr ja, dass das Ganze nicht möglich ist. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin viel zu laut, aber wird mir es noch sagen, schätze ich. Und jetzt bin ich ruhig. スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方、エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、 先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すため、エネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。Okay. Gut, so löse ich die Maus gar nicht, wenn ich sie ausgestellt habe. ちょっと待って。何これ?何なの?どこかへ連れてく気だ。俺たちを <笑>見てみろ、大変だ。メリーゴーが連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん。これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。奴らの行き先は生贄の祭壇。 Was denn sonst? まあ、でも新刊ってのぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うぜ、まとめてぶっ飛ばしてやる。 Das klingt nach einem Plan. Definitiv. Ah, mal wer da ist. Das ist mit dem mega langen Ohrläppchen. Interessant. Also sie sollten doch auf jeden Fall ziemlich easy sein gegen Enel, denn er ist, weil ich weiß, benutzt Elektroattacken und wir sind aus Gummi, also sollte es eigentlich uns gar nichts ausmachen. Aber ich weiß auch nicht, wie es im Anime war, weil da habe ich nicht mehr so viel geguckt. Kampf beginnen. Jawohl, da vermöbeln wir doch schon mal die Ersten. Natürlich wird die Crew gerettet, was denn sonst? Mann, das ist doch unsere. Jawoll. Wisst ihr was? Wir gucken mal ganz kurz Spieleinfos. Steuerung. Jawoll. Was haben wir denn noch so? Gungum Bazooka, Gungum Lanze. Okay, zweimal blau, also zweimal X, zweimal Y. Okay, machen wir es doch mal. Oh, das war die Gungum-Rakete, weil ich einmal zu oft gedrückt habe.
Ah ja, nice. Ich mache nämlich immer gefühlt dasselbe, aber es ist einfach effektiv ohne Ende. Okay, wir müssen zum Opferaltar vorrücken. Beeil dich und unterstütze Chopper. Wie ist denn der schnellste Weg? Oh, können wir erstmal den hier platt machen. So. So, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Ach, guck mal, wer hier ist. Nico Robin. Wir könnten mal Sanji. Okay, da haben wir das erst. Oh, da ist eine Truhe. Was erst erledigt. Zack. Und ich schaffe es immer wieder, das Ding zu drehen. Ist doch so rum, glaube ich, effektiver. Ich sehe gerade zwar nichts, aber die Karte wird schon recht haben. Was ist denn hier los? Lysop und Robin haben sich vereint. Aha. Läuft zwischen den beiden was, oder wie? Jetzt wollte ich gerade was sagen, aber ich glaube, ich lasse es wieder. Aber man sagt doch irgendwie, an der Nase des Hannes, so lang ist sein Johannes, oder so kann das sein. Ob das bei Lysop auch zutrifft? Ich meine, wirklich herausfinden möchte ich das jetzt nicht gerade, aber okay. Da ist der Himmelskommandant. Gott, was, wer räumt hier denn auf? So, hier sind auf jeden Fall ein paar Leute erschienen. Die machen wir gleich mal platt hier. Na gut, die sind woanders erschienen, aber machen sie trotzdem hier mal platt. Gum Gum No! So, hier mal auf jeden Fall mal zwei Widersacher niedergestrickt. Ey. Das trifft jetzt gar nicht, aber trotzdem. So, trifft das jetzt? Jawoll! Aua, findet euch jetzt toll, weil ihr mich einmal getroffen habt, hä? So. Dann fühle ich mich jetzt auch toll. So, wo gehen wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Ah, da ist Chopper. Nice, haben wir jetzt gerettet. Okay. Oh, ich glaube, wir müssen runter. Mein Fehler. Das ist nicht runter. Hier, dann geht's runter. Genau. Und da hat was geleuchtet. Ich habe ein Fragezeichen gesehen auf der Karte. Ah, da ist schon der Rückzug. Alles klar, dann machen wir hier den Himmelsrichterkommandant Plant. Super, da haben wir den erledigt. Oh, da braucht jemand Hilfe unten. Also, vielleicht braucht er Hilfe. Und mir kriegt Zorro auf jeden Fall Hilfe. Das lernt sie in beiden. Okay. Konnte ich auch nicht mehr auswählen. Okay, dann bleiben wir mal bei Sanji, dass er uns hilft. Und machen hier erstmal ein Gum-Gum-Gewehr. Oh, das war eine Kombi. Yeah. Oh, das war nicht schlecht von denen. Sanji, das war. Da, den habe ich markiert. Greif mir doch den an, oder? Jetzt ist der andere dran. Jawohl, Sanji, so muss das sein. Wir sind Freunde. Oh, da ist ein Gegner erschienen. Kommando. Achso, jetzt Himmels gegen. Genau. Haben wir ja vorhin beschrieben bekommen. Ach, dafür, dass ich im letzten Part eigentlich gar nicht gelabert habe, labere ich hier gerade ununterbrochen. Entschuldigung. Oh. Machen wir den erstmal voll. Egal, so.
でしょ。地上と同じものがここに。この島はもともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島はジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょ。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間空を飛んでたんだ。Und ist nicht gesunken. ありがとう、神様。空島が黄金鏡だったなんて。じゃあ、ナミ freut sich über das Gold, ist ja klar. なあ、おい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ノーランドの日誌によると、そう、確かにあると書いてあった。それならしたら、ひし形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。Oh ja, das ist auch gutes Ziel. Oh ja, Nami ist jetzt dabei. Oh, und schon ist Max. Und das mal kein gescheiter Angriffer. Oh yeah. Nami und ich sind gute Buddies. Also Nami ist echt ein cooler... Also ich weiß noch nicht, wie man sie spielt. Klar, woher auch. Aber die ist auf jeden Fall ein cooler Buddy. Keine Frage. Ey, Kommandant, komm her. Okay, ich mache hier gerade Angriffe und ich sehe gerade nichts mehr. Da. Zack! Wo ist die Karte schon wieder? Hier. Und Nami macht überall Blitze. Nice, Nami. Wie kriegen die gelben und die roten sich eigentlich gegenseitig? Sieht mal da aus, wenn man nach oben guckt, oder? Was ist gerade ähnlich gewesen? Der doch nicht hier rumgeistert, oder? Ah doch, da hockt er. Ich nicht gedacht, dass hier innen rumgeistert. Aber weißt du was? Dann sind Nami und ich jetzt noch dickere Freunde. Okay, das hilft leider nicht so viel, wie ich dachte. Ach, der verschwindet oder was? Ist der faul? Naja, egal. Dann machen wir halt euch platt dafür. Ist mir auch recht. Ja. So viele waren es jetzt nicht, aber es waren genug. Und wir bringen nochmal Fettknete. Und dann müssen wir Nami gleich wieder voll machen, also relativ gesehen. Ja, wir müssen sie abfüllen. Da, easy. Der Angriff, ich liebe Nami-Angriff einfach. Das ist einfach so eine gute Kombi mit der Nami. Kombi. Und hier sind die nächsten. Oh, jetzt habe ich gar nicht den Angriff gemacht. Naja, was soll's. Nami, jetzt darfst du einmal. Blitzangriff. Sehr schön gemacht, Nami. So muss das sein. So, hier ist ja auch nicht die Stadt aus Gold. Was soll das? Jetzt juckt gerade meine Nase. Und ich kann sie gerade nicht kratzen. Und wer jetzt das hört, das habe ich... Ich habe am Dingens gekratzt an... Am Mikrofon. Oh. So. Jetzt machen wir die noch schnell platt, wenn sie hier schon im Weg stehen. So. Und wer hat eigentlich das Gebiet wieder eingenommen? Was soll ditte? Elektro-Ditte! So, dann...
noch jemand anders freigeschaltet? Nö. Dann ist Nami immer noch unsere beste Begleiterin. Zack. Wie gesagt, wer hat eigentlich dieses Gebiet hier von euch eingenommen? Da hinten sind ja auch noch ganz viele Gegner. Was soll denn das? Feine Nami. Und jetzt zack, gut gemacht, Nami. So, jetzt nehmen wir noch hier die Schutztruhe mit. Ja, ja. Das ist eine Schutztruhe. Oh, jetzt habt euch doch nicht so. So, ein Versterben. Ja, das reicht. Das ist eine Wolke. Ja, wo soll denn die goldene Stadt sein? Die würde ich schon gern sehen. Aber vielleicht sind sie dahin, wo alle gerade laufen. Kann ich das Ding jetzt hier kaputt machen irgendwie? Nö. Ach, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt kaputt gehen soll. So. Laufen halt. Machen wir die noch schnell platt. Danach laufen wir außen rum. Oh, das war schnell. Keine Frage. Noch die Schatzhütte hinten mit. Oh yeah. Zack. Angriff hoch. Auch wenn wir gerade nicht kämpfen, ist es trotzdem Geilo. Galomatico. Oh yeah. Was sag ich eigentlich mit meinem Oh yeah die ganze Zeit? Ist ja furchtbar. Das heißt furchtbar jetzt nicht, also es gibt Schlimmeres wie, oh yeah, jetzt, Alter, was ist denn hier los? Zack, schön, schön, schön. Ah ja, hier sind ein paar Gegner. Nami, Blitzangriff bitte, danke. Bisschen ranziehen, Nami, danke. Aber mit Nami kann man sich echt gut unterhalten. Und ihr seid jetzt die letzten. Ich hab da die letzten. Ja, das muss halt Nami wieder alles machen. Furchtbar. So. Danach. Oh, eine Schatztruhe. Nice. Rennen. Luffy. So, und jetzt sind wir hier auf einem Kreuz. Und jetzt? Hä? Achso, Nami läuft noch. Nami ist noch abgelenkt. Kein Problem, dann machen wir hier die schnell in der Zeit platt. So, jetzt ist es uns. Nami, wo bist du? Da. Brave Nami. Ich auch, Nami. Und jetzt? Dann müssen wir die Wolken zerstören. Die Mission war erfolgreich. Wir haben sie noch nicht gefunden. Was? Bist du ein bisschen angepisst? Der Burn Bazooka. Ich will die Burn Bazooka, die ist cool. Nami ist ziemlich angepisst. Wir sollten mal alle auf upleveln, dass sie mal auch einzeln Schaden machen, schätze ich mal. Ich denke, deswegen hat Nami auch so wenig Leben. LOL! Oh ja, dann machen wir doch mal die Kisuna Rush. Vielleicht reicht es ja, in einem Rush ihn jetzt zu vernichten. Ich bin gerade leicht verwirrt. Zack, 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 zack.
Erwischen wir den? Oh, das könnte sehr knapp werden. Und hoffentlich reicht das. Es hat funktioniert wunderbar. Nice, jetzt haben wir die Gelben auch auf unserer Seite. Oh yeah! Enel, jetzt geht's ja den Kragen. Mit Hilfe kannst du manche Wände und Fallen zerstören. Der erforderliche Charakter auf den Außenzirkeln ist die Aktionstaste, okay. Probieren wir es doch ganz normal aus. Aktionstaste? Oh yeah! Dann gucken wir doch gleich mal nach. Oh yeah, ist das geil. Wir sind da. Und dieses Gold, goldene Türen zumindest. Voll cool. Aber Nami muss da, glaube ich, hinkommen. Ach, da machen wir jetzt mal. Ne, ich muss da hinkommen, das hat gereicht. シャンドラの火はどこに地図が示していた場所は確かにここなのに正解の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば狙いはそれか悩み大きこの世だ子羊が何を望もうと構わんが空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ土には土の人には人の神には神の帰るべき場所がある そうだ。全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金まで失ってしまう。あの金はあなたたって欲しいものの数よ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。 神が予想を外すことはできん。さて、誰が消えてくれる？オッケー。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。 Sich selbst als Gott bezeichnen. 20 Millionen Volt. Es kommt halt daran, wie viel Stromstärke das hat. Aber es hört sich trotzdem sehr spektakulär an. Ja.
ついにこの箱舟の究極の機能への回路。Das Gold an seinem Arm sieht cool aus. Entschuldigung, dass ich da jetzt reinreden musste, aber ich wollte das unbedingt erwähnen. Energie を増幅させながら、スカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ、宴を始めようじゃないか。アマラガン。Okay. Dann nehmen wir hier erstmal den Himmelsinselkommandanten. Bin gespannt, was ich mit Viper für Fähigkeiten habe. Okay, macht er auch so einen schönen Laserstrahl? Oh ja. Aber der Viper kommt auch nicht sonst in die Truppe. Das wäre mir neu. Okay, ich könnte mal gucken, ob ich unten rumgehen kann und die Barriere zerstören kann. Ich glaube allerdings nicht dran, aber wir werden sehen. Würde mich einfach nur interessieren, ob das geht. Sonst außer Viper habe ich keinen. Okay. Zack. Oh, eigentlich wollte ich noch einmal weiter drücken, damit er hier kommt, aber was soll's. Strohpiraten und Viper. Ja, ich habe irgendwie gerade eine andere. Irgendwie etwas anderes vor. Na, ich denke, einmal das Ding hier einzunehmen sollte jetzt okay sein. Ich hoffe es zumindest. Die Shopper zieht sich zurück. Bist du so doof, bis in jeden Blitz reingelaufen, den du finden konntest, oder was? Okay, das hat mich jetzt nur interessiert. Ja, die zieht euch jetzt alle zurück, ist okay. Da machen wir hier mal eine Abkürzung auf. Fast. Hallo? Okay. Was? Bist du ein Erfolg? Was? Gar nichts gemacht? Easy! Okay, ja, kann man mal machen. So, verfolge Enel. Ich sag mal gerne. Wir haben immer noch keine 1000 Ausrufezeichen, das finde ich schlecht. Was ist denn das, so ein Zufall aber auch, dass der sich wieder elektrisch über dir hat? Was? Warum war er gerade so blau? Falsche Richtung. Hier lang. Viper's Health Power spendet. Nein! Wie kann er nur? Wir sind jetzt auf der Arche. What the? Das ist eine sehr interessante Form. Und ich muss sagen, ich krieg halt gar nichts mit durch die ganzen Hin- und Herbewegereien. Machen wir nochmal Gum Gum No! Das sind Aufwärmübungen. Was macht er denn? Wir checken Cannon. Okay. Jawohl, jetzt haben wir doch zumindest unsere 1000 voll. Weißt du, ob ich dadurch gerade den Angriff ausgewichen bin? Jawohl. Ja.
Was hat er nur vor? Was soll der Enel? Kann ich wieder Schaden machen? Nein. Warum darf ich keinen Schaden machen? Autsch. Autschi. Ach, weißt du was? Machen wir trotzdem Kizuna Rush. Irgendwann werden wir schon wieder Schaden machen können. Also, geht doch wieder. Aua. Wie soll ich denn da einmal ein Kombo machen? Gott, also das ist schon ein schwerer Boss, aber irgendwie macht er auch keinen Schaden, sag ich mal. Aber es ist trotzdem richtig cool inszeniert, ganz keine Frage. Also mir gefällt der Kampf gerade richtig. So, und hier ist jetzt noch eine Truhe gewesen, irgendwie. Ja, und da ist jetzt was zu essen drin. Ah, fast. Aber das sollte reichen, so ein Gum-Gum-Gewehr. Zack. Auf die Bretter. Mickiger Gott. Obwohl, vielleicht macht er jetzt noch was Tolles. Ich hoffe ja mal nicht. What the? Was macht er gerade? Ah! Kleine so schwere Goldkugel macht einem nichts aus. Hält sie in der Wolke fest? Sollte uns ja nichts ausmachen. Gold Rifle, sau cool. Was doch getroffen. Sau nice, Ruffy. Sau nice. Wo ist seine goldene Kugel denn? Einfach verschwunden? Das alles gab ein bisschen schnell, also bei den ganzen Bildern fast schon. To be continued. Ich finde echt cool, dass die Parts immer so 35 Minuten... Was? 1000 haben nicht gereicht? Puh. Gut, es waren noch sehr viele Gegner. Ha. Easy Levelaufstieg. Nice. Das reicht noch nicht mal für 50%. Oh Mann, sind wir schlecht. Oh yeah. Sind schon Level 4. Okay. Nice. 14 Enel-Münzen. Nur 4 Viper. Aha, viel zu wenig. Ja, Ruffy werden wir auf jeden Fall immer aufpushen.
wenn es geht. Zack, zack, zack. Angriff erhöht. Nice. Und die Weisheit des Captains plus erhalten. Wir haben gar nichts ausgerüstet, stimmt. Und haufenweise Berries. Sehr schön. Jetzt können wir jemand anders auch noch aufwerten. Nami zum Beispiel. Und Eldorado war die ganze Zeit im Himmel. Das ist die Errungenschaft, die wir gerade bekommen haben. Jetzt Kapitel 3. Die Stadt des Wassers. Aber da gehen wir erst in den nächsten Part rein. Aber ich will mal nicht so, wir gucken mal noch rein, wen wir dort auswählen können. Und da ist Zorro. Das heißt, wir werden endlich mal wieder Zorro spielen. Den wir auch auf Level 21 pushen werden. Also seid gespannt, was im nächsten Part erreicht wird. Passiert. Ich bin es. Wir sind doch gar nicht mal so schlecht. Na gut, es könnte die Legende ein bisschen höher sein, aber ich bin zufrieden. Ups. Also, vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder. Bis dorthin. Tschüss.